Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt hören wir dich kristallklar. So, Jetzt, dass ich wieder mein Mikro ändern muss. ja, jetzt geht's aber. Du bist Okay. Stalking-Opfer oder würdest du es Nee, so nennen? Stalking würde ich. Nee, würde ich nicht so nennen. Ich würde nur das so nennen, dass es immer wieder versucht wurde, Kontakt zu mir aufzunehmen. Und Über welche Wege und von wem? von einem ehemaligen Mitschüler aus der Berufsschule, der Mitschüler oder Mitschülerin? Mitschüler männlich, Okay. der zu unserer gemeinsamen Schulzeit schon sein Interesse an mir geäußert hatte. Und ich das natürlich abgelehnt habe, weil ich in einer Beziehung war und immer noch bin. Und das habe ich ihm so gesagt. Das wollte er nicht so Während. haben. Nö, nicht unbedingt. Das Was hat er war im gemacht? ersten das war im ersten Ausbildungsjahr. Wir haben uns mit einer weiteren Person ein Zimmer im Internat geteilt. Und ja, also es war schon, er kam schon öfter mal unangenehm nahe. Kannst du eine Situation beschreiben, dass wir uns das vorstellen können? Ja, kann ich. Ich lag auf dem Bett, auf dem Bauch, hab mit Kopfhörern drin YouTube geguckt, glaube ich, oder Netflix oder irgendwas habe ich auf jeden Fall geguckt. Auf jeden Fall war ich abgelenkt. Und das nächste, was ich mitbekommen habe, war, wie er von hinten auf mir drauf lag. Und anstößige Bewegungen gemacht hat. So richtig körperlich auf dir drauf. Ja, so richtig mit Körper auf Körper. Okay, das ist Aber mit Klamotten. ja gut, ja. Aber ist Also natürlich auch inwiefern schon, das ist jetzt ganz sehr besser macht, weiß ich nicht. das würde ich ja nicht mal mehr als unangenehm bezeichnen. Das ist ja schon sehr übergriffig, wird ja gerade geschrieben, ja, würde ich auch sagen. Ja. Wie hast du da reagiert? Wie reagiert man da überhaupt? Also, ja. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht mehr, wie ich Ja. in dem Moment reagiert habe. Da denkt Das man auch, glaube war ich, gar nicht drüber nach, ne? Das ist ja. 2018, glaube ich. Oder 2019. Irgendwann in dem Schuljahr auf jeden Fall. Das hat sich dann aber soweit verlaufen, weil ich nur im ersten Layer das nötig hatte, im Internat zu schlafen, weil ab dem zweiten Layer hatte ich nur noch einen Tag in der Woche Schule, heißt, und ist morgens hin und nachmittags wieder nach Hause. Und deswegen war ich nicht mehr im Internat, er schon, weil er von weiter weg kam und dann schon Montagabend hin ist, um dann Dienstag ausschlafen zu können und dann da zur Schule zu gehen, das habe ich nicht gemacht. Und dann hat sich unser Kontakt in der Klasse auch weitestgehend ja, gelockert. Und es war nicht mehr so selber am Anfang. Fand ich ihn echt nett. Hatte gedacht, er hätte Potenzial, Freundschaft aufzubauen. Was aber dann Aber auch irgendwann nur schon klar wurde, dass Freundschaft. das nicht, genau, dass das nicht möglich ist. Und dann habe ich das so weitestgehend ignoriert. Und also er war auch schon ein komischer Typ irgendwie. Ja. Und wurde dann auch einigen anderen Schülern klar, die es auch gebraucht haben, bis das denn klar wurde. Und dann, ja, 3 Jahre die Ausbildung, dann war das vorbei, dann hat man so ein halbes Jahr ungefähr nichts voneinander gehört. Und dann hat er mir auf Snapchat geschrieben, ob ich noch mit meiner Freundin zusammen bin. Habe ich natürlich ja gesagt. Aber du bist auch drauf Und eingegangen, ja, ich habe ihm geantwortet, ne? weil ich Okay. nicht, weil ich da tatsächlich sehr naiv war und nicht geahnt habe, was passiert. Was ist passiert?
Er hat nicht locker gelassen und ich war währenddessen, während er mir auf Snapchat geschrieben hat, war ich in einer PlayStation Party mit einem anderen ehemaligen Schulkollegen aus der Berufsschule, also Konstellation wir drei, alle gegenseitig kennen sich. Und ich habe ihm natürlich davon erzählt. Mit dem bin ich auch heute noch gut befreundet. Bei dem war ich in Flensburg letztens auf dem Geburtstag, falls du dich erinnerst. Ja. Und erst war es nur Chat über Snapchat. Und dann hat er angefangen, Bilder zu senden. Also explizite Bilder. Wahrscheinlich. Anfangs hatte er noch eine Unterhose an, aber das hat sich dann auch geändert. Warum hast du ihn Bis nicht hin dazu, blockiert? dass er. Das habe ich dann getan, nachdem er mir ein Video geschickt hat. Okay. Genau, dann habe ich ihn blockiert. Dann hat's aufgehört. Dann, nein. Dann war wieder eine längere Zeit Ruhe, irgendwie so ein paar Wochen. Und dann hat er mir auf Instagram geschrieben. Da habe ich ihm dann gesagt, warum ich ihn blockiert habe und habe ihn dann wieder blockiert. Und dazu muss man wissen, er hatte die ganze Zeit meine WhatsApp-Nummer. Und da hat er mir aber nicht geschrieben, sondern immer nur über Snapchat und Instagram. Ich weiß nicht, warum. Dann hat er wieder ein paar Wochen später mir mit seinem zweiten Account geschrieben auf, oder ist mir erstmal gefolgt auf Instagram und hat aber auch vorher immer schon meine Stories angesehen, das habe ich gesehen. Und dann ist er mir gefolgt und hat mir da auch wieder geschrieben. Nee, gar nicht, weil er hat mir nicht, er wollte mir schreiben, aber konnte er nicht, weil ich ihn blockiert hatte, als er mir gefolgt ist direkt. Da habe ich das Du dann bist aber direkt gemacht. nicht auf seine Nachrichten eingegangen dann noch. Nee, dann nicht mehr, weil ich, also er konnte mir dann noch nicht mehr schreiben, weil ich ihn blockiert hatte, als er mir gefolgt ist. Okay. Genau, und Und dann hat's aufgehört, hoffentlich. dann hat es aufgehört, weil er mir überall, über alle Wege halt das ausgereizt hatte. Außer über WhatsApp, aber da habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn da blockiert habe, aber er hat mir nie geschrieben auf WhatsApp. Ja, ist natürlich komisch, Obwohl ne? wir Aber hoffen wir, dass es mal halt so während der bleibt. Schulzeit schon auf Ja. WhatsApp immer geschrieben haben. Ja. Also das Okay. Ganze ging dann halt ungefähr ein halbes Jahr. So war der, das war der Zeitrahmen. Was hat das mit dir gemacht? Weiß ich nicht, ich fand es einfach ultra nervig einerseits. Hast du dich Weil man. unsicher gefühlt teilweise oder ging das noch? Nee, nee. Weil es halt nur digital stattfand und so, ne? Genau, weil ich eben in Real Life nicht mehr begegnet bin, weil ich weiß, wo er wohnt. Und Weiß er auch, wo du er. wohnst? Also wir wissen gegenseitig die Stadt, wo wir wohnen. Okay, ja gut, das geht ja noch, ne? Hast du das in Betracht gezogen, ihn anzuzeigen? Nee. Nie. Das war mir. Also ich weiß tatsächlich, ich habe noch nie irgendjemanden angezeigt, ich weiß nicht, wie es läuft, aber es war für mich irgendwie, hatte das Gefühl, es war der Aufwand nicht lohnt. Nicht lohnt. Nicht lohnenswert. Ja gut, ich meine, wenn er dir da schon explizites Material schickt, dann ist das natürlich Ja. definitiv strafbar. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Grund gewesen. Ja, genau. Das nicht, aber Gut, dann freut es mich natürlich, nur aus dass er aufgehört hat. über Erfahrungsberichten von anderen und vor allem auch von Frauen habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nur einfach der Sache wegen gemacht wird, dass da eigentlich nichts darum kommt. Also es bringt ja eigentlich nichts. Habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob das wirklich so ist. Na, ich glaube, das, was du vor allem machen kannst, ist dem die Aufmerksamkeit wegziehen. Das ist, glaube ich, das meiste, was die haben wollen. Und wenn das halt nicht mehr da ist, dann lohnt sich das ja auch irgendwie nicht, ne? Wofür der Aufwand? Wenn Nö. es eh nicht Ja. ankommt, wenn es nicht gesehen oder gelesen wird. Deswegen finde ich das Ja, schon genau, gut, deswegen. dass du das dann letztendlich gemacht hast mit den
blockieren auf sämtlichen Kanälen. Ja, ich hätte halt eigentlich schon viel früher vorbei sein können. Richtig, du hättest erst gar nicht drauf eingehen dürfen, aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja. Cool. Ja, also ich bin ihm nie wieder begegnet. Das ist sehr gut. Und ja. Ja. Mit dem Schulkollegen und meiner Freundin, die beiden wissen davon und mit denen lachen wir immer gerne über den. Ja. Ja. Verstehe es auf jeden Fall. Cool. Dann freut es mich, dass es aufgehört hat. Und vielen Dank, dass du so offen drüber sprichst. Dankeschön, glaube ich dir. Gerne. Alles klar. Gut. Dann dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Jo, dir auch. Tschüss. Tschüssi.